Es war einmal ein preußischer Major, der einen Befehl, nun sagen wir, weitherzig auslegte. Darum ging er in die Geschichte ein, in unsere Geschichte. Er sollte die sehr hohen Kriegsabgaben, 70.000 Taler, in Barenhelm in Sachsen eintreiben oder brandschatzen, das war sein Befehl. Aber er sah sich um und sah die Armut von Land und Leuten und sagte zu seinem getreuen Wachtmeister Werner, wo nichts ist, hat der König sein Recht verloren. Aber was wollen Sie tun, Herr Major? In meiner Schatulle sind 30.000 Taler. Die nimmst du. Lässt dir Wechsel darauf ausstellen. 20.000 müssen die Barnhelmer selbst aufbringen. Dann bringst du beides zur Kriegshauptkasse und sagst, der Major von Tellheim schicke die Kriegsabgaben des sächsischen Kreises Barnhelm. Den Lohn des Herrn Major für all die Jahre? Und wer hilft dem Herrn Major, wenn er was braucht? Es sind die Kriegsabgaben des Kreises Barnhelm. Verstanden, Werner? Jawohl, Herr Major. Und kein Aufhebens machen. Zu Befehl, Herr Major. Kein Aufhebens. Das Fräulein von Barnhelm war auf ihrem Schloss geblieben, obwohl sie vor Neugier platzte. Aber sie hatte eben ihre Prinzipien. Und hier fängt unsere Geschichte an. Ein Held. Ach, wie der aussieht, hören Sie nur. Doch er bleibt ein Preuße, trotz der Figur. Aber Liebste, das ist doch lächerlich. Das ist ein Mann für sich. Er kommt bestimmt heute zu dem Ball beim Fräulein von Laclos. Dass Sie mit ihr verfeindet sind. Das bin ich und das bleibt auch so. Ich traf ihn neulich, er grüßte mich. Na mich? Na mich? Na mich? Er hat bestimmt nicht hingesehen. Doch, und um mich was geschehen? Leider müssen wir jetzt gehen. Wie schade, dass wir sie beim Ball nicht sehen. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein das Mann. Das ist ein Mann. Gnädiges Fräulein, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Wer? Er, Tellheim. Das ist ein Mann, von dem kann man nur träumen. Das ist ein Mann. Den darf man nicht versäumen. Das ist ein Mann, so
stark und selbstverständlich. Das ist ein Mann, bei dem man haucht, da endlich. Das ist ein Mann, von dem man sagt, das ist er. Das ist ein Mann, bei dem man fragt, wie küsst er, vor dem man fliehen will und es nicht kann. Er macht nur so und es fängt an. Wie schade, dass wir Sie nicht sehen. Es gibt noch so viel zu tun. Ja, apropos, ich komme auch. Was sagen Sie nun? Das Fräulein von Barnell. Excuse me. Die bringe ich um. Welch unverhoffte Überraschung. Liebste. Und wie ich hoffe, eine freudige Liebste. Weiß kleidet sie bezaubernd, Liebste. Es macht so jung. Dann wundert es mich, Sie in Schwarz zu sehen, Liebste. Gnädiges Fräulein, darf ich um Ihre Tanzkarte bitten? Sie sind ein Idiot. Konnten Sie diese Person reinlassen? Bitte. Ja, mein lieber Tellheim. Major von Tellheim? Sie wollen jetzt schon rein. Verzeihen Sie meine Kühnheit. Mein gnädiges Fräulein, ich bewundere Ihren Mut. Ist das denn Mut, wenn man nicht mehr denkt? Nur fühlt, was nötig ist zu tun und es dann eben tut? So vollbringen Helden Heldentaten. Sind es dann keine Helden, sondern Draufgänger? Und was sind Helden? Fabelwesen. Oder ein preußischer Offizier, der handelt wie ein Mensch. Der einen preußischen Befehl umgeht, um feindliche sächsische Bauern zu retten. Sie müssen zugeben, das hat etwas Fabelhaftes. Ich danke Ihnen, Major von Tellheim. Ich begreife weniger denn je, warum Sachsen und Preußen Feinde sind. Mesdames et Messieurs, le menuet commence. Gnädiges Fräulein, mein Freund, wollen Sie mit mir tanzen? Pardon, Herr Major. Ehrlich gesagt, Major von Tellheim, dazu kam ich ja hier. Offiziere so gut tanzen würden wie Sie, Major von Tellheim, dann sollte der König seine Offiziere nicht schießen lassen, sondern tanzen. Ich weiß nicht, ob das eine das andere ersetzt. Inzwischen schießen die anderen allein und über eine Menuett verlieren wir den Krieg. Wem macht schon Spaß, allein zu schießen? Die anderen würden auch aufhören zu schießen und alle Welt würde tanzen. Und alle Frauen würden schön sein, weil sie glücklich wären. Wenn Glück die Frauen schön macht, dann... Wenn Glück die Frauen schön macht? Dann müssen Sie unsagbar glücklich sein, mein gnädiges Fräulein. Sie Ihrem klugen König meinen Vorschlag unterbreiten? Der kluge König würde sagen, die anderen sollen tanzen, nicht mehr schießen. Dann folge ich nach. Und so sagt auch der Russe, der Franzose, der Österreicher. Jeder sagt der andere. Und keiner will der andere sein. Und also bleibt's beim Schießen. In alle Ewigkeit? Nein. Nur bis alle Männer wissen, wie viele schöne, glückliche Frauen sind.
Ja, wissen Sie es denn nicht? Sie vergessen es manchmal. Ich weiß nicht mehr, wie seine Nase aussieht. Sie haben sie auch lange nicht gesehen, gnädiges Fräulein. Ein Jahr, 2 Monate und 5 Tage. Dafür ist sie aber noch sehr ähnlich. Glaubst du wirklich, dass die Erinnerung an einen Menschen, den man liebt, mit der Zeit verblasst? Wenn einer gar nichts tut, um sie aufzufrischen? Ich sehe ihn noch genauso vor mir wie damals. Stümperei. Der einzige Brief seit dem Frieden. Und wie lange haben wir schon Frieden? Wir nähern uns der Erfüllung unserer sehnlichsten Wünsche. Leider nicht. Denn dazu brauchten wir einen Mann. Franzi, ist doch wahr. Er kommt nicht, er schreibt nicht. Wer sind wir denn? Er kann eben nicht. Vielleicht ist er in eine andere Gegend versetzt worden, in eine andere Armee. Oder in andere Arme. Franziska, meinst du das im Ernst? Ich meine gar nichts. Nur, dass Sie endlich diese Schnippelei aufgeben und sich Gewissheit verschaffen sollten. Da stimmt doch was nicht. Gewissheit verschaffen? Weißt du vielleicht wie? Na, wenn ich ein Mann wäre, dann würde ich ihm einfach nachfahren. Auf der ganzen Welt würde ich ihn suchen, bis ich ihn hätte. Aber so, was kann man als Frau schon anderes tun als warten? Och, hör doch auf. Bist du verrückt geworden? Hast du eine Idee? Eine gute? Franziska, so rede doch! Ich heiße nicht mehr Franziska, sondern Franz. Franz, Franz will ich aus Barnhelm. Franziska. Franzchen! Die Lerche singt, Tirili, Tirili. Der Morgen lacht, so schön wie nie. Die Kutsche knarrt, es schnauft das Pferd. Das Glück ist eine Reise wert. Die Peitsche knallt im grünen Tann. Von weitem winkt ein junger Mann. Adieu, Monsieur, die Kutsche fährt. Das Glück ist eine Reise wert. Und ich kann es kaum erwarten, immer nur bei ihm zu sein. Die Lerche singt, die Lerche singt.
Morgen lacht so schön wie nie. Die Kutsche knallt, es schnauft das Pferd. Das Glück, das Glück, das Glück, das Glück ist eine Reise mehr, ist eine Reise Franziska, gib mir die Flasche. Noch so ein Schluck und ich bin so mutig wie meine Männerhose. Sie sind schon viel mutiger als ich, gnädiges Fräulein. Ich muss Ihrer würdig werden und ich muss Tellheims würdig werden. Tellheim. Ich will mich sofort ausziehen. Hier? Stell dir vor, Tellheim käme vorbeigefahren. Ja, das wäre sehr schön. Nein, er würde mich ja gar nicht erkennen. Warum denn nicht? Weil ich ein Mann bin. Stimmt. Ich will sofort wieder ein Mädchen werden. Ja, ich auch. Ja, du doch nicht. Du musst ein Mann bleiben. Ich will aber kein Mann sein. Franz, sei nett. Nur bis wir da sind. Nein. Ich brauche doch als Dame männlichen Schutz. Du weißt doch, dass zwei Frauen nicht alleine reisen können. Schon gar nicht in diesen Zeiten. Franziska, außerdem, dir steht Männerkleidung ganz ausgezeichnet. Du siehst aus, fast wie Tellheim. Na schön. Oh, Fritzchen! Schütze eure Ehre, mein Fräulein! Erst zwängt man euch rein, dann zwingt man euch heraus. Heut zieht man euch ein und morgen, da zieht man euch aus. Erst schreit ihr, hurra, hurra, und dann wieder schreit ihr vor Schmerz, Glanz und Gloria. Und dann ne Kugel ins Herz. Ja, und du auch. Was gewinnt ihr denn schon? Doch höchstens einen Krieg. Und wenn ihr krepiert, was nützt euch denn euer Sieg? Aber keiner denkt ja mehr nach und jeder marschiert nur nach dem Marsch. Alles bleibt, wie es ist und morgen seid ihr im... Wir Preußen marschiert, wohin es uns gefällt. Wir verlangt ja doch nur des Bürgers Steuergeld. Vor uns im Hinterland, das Volk zur Wahl voran. Ja, die Preußen kommen, rette sich, wer kann. Wer noch kann? Hei, hei, Herr Just. Wieder fleißig am Philosophieren. Da störe ich ungern. Dann lassen Sie es doch. Ich kann nicht. Ich bin untröstlich, aber ich kann nicht. Herr Just! Wie steht's damit, Herr Just? Du kriegst dein Drecksgeld, wenn mein Major sein Geld von seinem König hat. Das dauert mir zu lang. Der König könnte leicht einen abgedankten Offizier vergessen. Und der Major von Tellheim ist ja ein Ab... Auch ein abgedankter Offizier könnte einem Gauner leicht den Hals brechen, Herr Wirt. Da Wachtmeister Werner und immer zu einem Späßchen aufgelegen. Ich will nur rasch ein Gläschen für den Herrn Wachtmeister. Hannesohn. Ist der Kerl immer so unverschämt? Geld regiert die Welt. Und wir haben keins. Wie geht's dir, Herr Werner? Ich kann mich nicht gewöhnen an das Landleben. Ich komme um vor Langeweile. Wenn auch bloß in der Welt irgendwo wieder Krieg wäre. Das war doch ein Leben, da war was los. Mensch, hör auf! Lass es bloß unser Major nicht hören. Ist der Major da?
Nee. Kommt aber zurück. Weiß nicht. Ist was passiert, Jus? Irgendwas mit dem verdammten sächsischen Wechseln. Er ist beim Generalkommando. Hat er denn sein Geld noch nicht zurück? Nee. Wovon lebt er denn? Wir versetzen das, was wir haben. Bald haben wir nichts mehr. Was macht seine Verwundung? Tut nicht so weh wie das andere. Sie hatten also Befehl, Major von Tellheim, die Kontributionen in Sachsen mit unerbittlicher Härte einzutreiben. 70.000 Taler, die ich im äußersten Falle auf 50.000 Taler zu reduzieren Erlaubnis hatte. Im äußersten Falle, Major von Tellheim. Dieser äußerste Fall trat sehr schnell ein. Ich sah sofort, dass keine Härte der Welt mehr aus diesem Land würde herauspressen können. Es war nichts mehr da. Und so begnügten Sie sich mit 50.000 Taler. Woher kamen denn die 50.000 Taler, wenn nichts mehr da war? Ich habe wiederholt erklärt. 20.000 Taler brachten die Bauern unter äußersten Opfern auf. Der Rest war mein Privatvermögen. Sie opferten Ihr gesamtes Privatvermögen, um feindliche Sachsen zu retten? Die feindlichen Sachsen sind Deutsche. Die ihren deutschen Retter gut bezahlten. Was wollen Sie damit sagen? Ich? Gar nichts, Major von Tellheim. Aber man könnte doch sagen, der Major von Tellheim erklärte die sächsischen Bauern für zahlungsunfähig und zur Erhärtung dieser Behauptung opferte er sein gesamtes Privatvermögen, dessen Rückerstattung nach Kriegsende ihm ja sicher war. Dem König aber lieferte man nur 50.000 Taler Kontributionen ab und die gesparten 20.000 teilten sich die dankbaren sächsischen Bauern und ihr edler Retter Tellheim als Reingewinn. Könnte man sagen. Wer ist Mann? Sie? Eine genaue Untersuchung wäre in Ihrem eigenen Interesse, denke ich. Stehe ich unter Anklage? Noch nicht. So bin ich frei. Dann erlauben Sie, dass ich mich von Ihrem Anblick befreie. Hundert Dukaten. Fürs Erste reicht's. Inzwischen besorge ich mehr. Ja. Du kennst doch unseren Major, der nimmt's ja doch nicht. Zum Teufel, wozu hat er denn dich als Burschen? Lass dir was einfallen. Lass du dir doch was einfallen. Du, Berg Werner. Oh. Tag, Herr Major. Schön, dass du dich wieder einmal sehen lässt. Wie geht's dir? Was führt dich in die Stadt? Melde gehorsamst, Herr Major. Ich habe eine Kuh verkauft. Was? Ein Prachtstück. 100 Dukaten. Und weil wir doch auf dem Land noch keine Schlösser an den Türen haben und weil doch immer noch so viel Räubergesindel umherstreift und weil ich das Geld gerne Sicherheit haben will, weil ich doch sehr hänge an dem Geld. Kurzum, ich wollte Herrn Major bitten, es für mich aufzuheben. Herr Major, wissen doch, was ich meine. Ich verstehe genau. Ich danke dir, Werner, aber ich brauche dein Geld nicht. Da kannst du lügen wie ein Minister. Der Major merkt's doch. Sag doch lieber gleich die Wahrheit. Und ich sage, das Geld gehört dem Herrn Major und damit basta. Bravo, Herr Wachtmeister Werner. Das nenne ich einen wahren Freund. Ich wusste doch, Sie würden den Herrn Major nicht verhungern lassen. Und ein Arm wird auch nicht. Spaßvogel. Ist das der Lohn, dass wir den Krieg gewonnen haben? Ihr hättet alle euren Lohn bekommen, wenn ihr danach geliebt hättet. Aber ihr habt ja den Krieg geliebt, als ob er ewig dauern würde. Schatz! Hey. Herr Wirt? Haben Sie Nachtquartier? Für eine schöne Dame ist in meinem Zimmer immer Platz. Besten Dank, wir schlafen lieber allein. Wir nicht, mein Junge, wir nicht. Frag Sie nach Tellheim, vielleicht wissen Sie was. Sie sehen mir nicht so aus, als ob Sie irgendetwas wüssten. Meine Herren, darf ich Sie höflich um eine Auskunft bitten? Na? Wir suchen einen Mann. Das kann ich mir vorstellen, bei dir reicht's wohl nicht. Setz dich, Dreikäse, hoch! Nein, danke, ich mag nicht sitzen. Setz dich und sauf! Ich mag nicht saufen. Aua, loslassen! Maul halten! Bring ihn nicht um. Los!
Herr Major. Das Essen bringst du dem Wirt zurück, das Geld Werner. Sie brauchen es ja nicht auszugeben, Herr Major. Nur zeigen. Das hilft schon. Es bleibt dabei, Just. Mach mal deine Rechnung. Herr Major. Was noch? Ich kann nicht schreiben. Sag mir's an, ich schreibe es auf. Also? 3,5 Monat Lohn. 3,5 schon? Das ist viel Geld, ich weiß, aber ich muss auf meinem Lohn bestehen. Wenn der Herr Major nicht bezahlen kann, dann muss ich eben bleiben. Nein, Just. 3,5 Monat. Der Monat zu 6 Taler macht 24 Taler. Das ist noch nicht alles. Ich habe noch was vergessen. Kleinigkeiten für Sie ausgelegt, Herr Major. 1,07 Taler. Gut. Macht summa summarum 26 Taler. Versetzt Sie. Das ist immer noch nicht alles, Herr Major. Nun, was noch? Ihre Rechnung. Das, was Sie von mir kriegen. An den Arzt für mich bezahlt 24 Taler. 40 Taler an den Richter für mich bezahlt. Als ich... Warum schreiben Sie denn hier, Major? An den Richter 40 Taler für mich bezahlt, als ich für das gestohlene Schwein verurteilt wurde. Das ich meinem Vater mitbringen wollte, weil wir nichts zu fressen hatten. Und Sie mich mitgenommen haben, damit ich was zu fressen hatte und mir Lohn bezahlt, obwohl ich nichts war, nichts hatte und nichts konnte. Das macht summa summarum 150 Taler, Herr Major. Und wenn Sie mich auf den Kopf stellen, Herr Major, so fällt nicht ein Groschen bei mir heraus. Ergo kann ich es nicht zurückbezahlen. Ergo muss ich eben hier bleiben. Ist doch sehr gut, sehr viel, gut. Und wie steht Ihre Sache? Meine. Nicht gut. Die große Friedrich hat so viele Franzosen im Dienst, alors. On n'a pas besoin de moi. Mich braucht man nicht mehr. Aber Sie, warum Sie gehen zu dir zur Tante, wenn es gibt einen Marschall? Seine Exzellenz ist verreist, wie immer. Oh, no, 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 no. Alors, dass ich weiß besser. Ich werde retourner, oui. Je l'ai vu, il a bien gesehen, vor 5 Minuten. Alors, venez. Man muss versuchen, noch einmal. Nein, ich habe meine Erklärung abgegeben und dem nichts hinzuzufügen. Ich warte. Auf was? Auf Gerechtigkeit. Ein Kind. Unschuld muss sich von selbst erweisen. Oh, aber es ist immer besser, man liebt ein bisschen nach. Schauen Sie an die Welt. Die gute Sache von der Welt, die kommen nicht zu einem. Man muss sie sich holen. Wir beten für Ihren Erfolg von die ganze Herz. Danke, Chevalier. Aber warum sind Sie so interessiert, dass ich zu meinem Geld komme? Hä? Je sais pas. Il faut céder les uns les autres pendant ces temps durs. Alors, einer muss helfen, die andere in der schweren Zeit. Wenn ich bete, Sie bekommen die Geld. Wenn Sie haben die Geld, ich komme pumpen ein wenig. Hallo? Bonne Chance, hein?
Ah oui. Un brave homme, c'est Telheim. Mais la politique qu'ils font des Allemands, alors, c'est une politique de merde. Hein? Ich sage, die Deutschen machen eine Politik de la Scheiße. Richtig? Richtig. Par exemple, c'est Telheim. Er kann sein freundlich mit mir, einer Franzose. Aber weil er hat geholfen, ein paar von die Sachsen, seine eigenen Landsleute. Hallo, man macht einen großen Skandal. Ça, ça c'est de la Scheiße. Hm? Was kann man machen? Revolution. In Deutschland? Quelle Idee. Was jetzt, Herr Major? Es gibt noch Richter in Berlin. Wir fahren nach Berlin, gleich morgen früh. Jetzt wissen wir es genau. Und jetzt? Zurück. Will das zu uns? Kein Platz. Oh. Herr Wirt, Ihr Gasthaus ward uns schon von weit her empfohlen. Zu viel Güte für mein bescheidenes Haus. Und deshalb wollen wir bei Ihnen bleiben. Nur für eine Nacht. Zwei, bitte zwei. Sie haben doch sicher Platz für mich und meinen Diener. Leider, Euer Gnaden. Leider. Man sagt mir, Ihr Haus sei ein christliches Haus. Ein sehr christliches Haus, Euer Gnaden. Doch leider. Ihr selbst wurdet mir als Kavalier geschildert.
Sieh an, sieh an. Doch leider. Kurzum, Herr Wirt, ich begebe mich unter Ihren Schutz. Euer Gnaden verzeihen, aber mit dem besten Willen... Darf ich Ihnen auch gleich meine Schmuckkassette zur Aufbewahrung geben? Die Zeiten sind unsicher. Bastian, das Zimmer vom Major ausräumen. Herrichten, schnell, von dem sehen wir doch kein Pfennig. Wollen euer Gnaden inzwischen mit der Gaststube Polit nehmen? Franzi! Man trage mir meinen Diener nach. Bastian! Den Diener! Aber vorsichtig! Wenn ich geahnt hätte, dass der Herr Major schon heute Nacht habe. Aber ich schwöre, ich konnte nicht anders. Bitte beruhigen Sie sich, gnädiges Fräulein. Ein Irrtum in der Zimmertür, sonst nichts. Ich wünsche angenehme Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn der Herr Major doch nur selbst gesehen hätten. Hast du gehört? Major? Natürlich. Dann kann es ja auch nur Ihr Tellheim sein. Eine so feine Dame. Gute Nacht. Schutzlos. Ich bin ein christlicher Mensch, Herr Major. Hä? Ich bin Kavalier. Der Herr Major hätten an meiner Stelle genauso gehandelt. Und ich habe ihm doch ein anderes Zimmer eingeräumt. Ein wenig klein zwar und unter Dach, aber der Herr Major verliert doch nichts dabei. Ihre Gnaden glauben, ich hätte nur aus Angst um mein Geld? Ach, Ihre Gnaden schätzen. Genug, mein Herr. Ich schulde Ihnen die Rechnung. Sie räumen in meiner Abwesenheit das Zimmer aus. Sehr natürlich. Ich wegen Geld? Nehmen Sie jetzt, mein Herr, ich habe mit meinem Bedienten zu sprechen. Aus purer Gefälligkeit gegen eine schöne Dame. Komm, Just. Ich gehe schon. Ich gehe ja schon. Mein ganzes Haus ist zu Ihren Diensten. Und wie gesagt, Ihr Zimmer erreichen Sie über die Bodentreppe. Den Kerl, den er wirklich. Ersäufen tue ich den. Aufhängen. Ich werde seine Tochter. Sie ist verdammt hässlich, Just. Just? Major? Hier. Versetz den Ring. Den Ring, Herr Major? Ich hab nichts anderes mehr. Mach's gleich morgen früh. Lass dir 80 Taler draufleihen. Bezahl den Wirt, dann räume unsere Sachen. Wohin, Herr Major? Wohin du willst. Der billigste Gasthof ist der beste. Wo bleiben Sie denn jetzt, Herr Major? Überall lieber als hier. Gute Nacht, Herr Wirt. Ich schnüffle herum in fremden Sachen. Ich schnüffle für mein Leben gern, was andere Leute machen. Was steht in Ihren Briefen und was ist im Koffer drin? Ich muss es wissen, wer und was, wozu, woher, wohin. Ich schnüffle, ich kann's nun mal nicht lassen. Es regt mich auf bei Tag und Nacht für mich ist Wissen Macht. Ich muss an allen Türen lauschen stehen. Ich muss durch alle Schlüssellöcher sehen. Denn wenn ein Mann wie ich die Leute fragt, wer weiß, ob alles stimmt, was man ihm sagt. Vielleicht erfahre ich so ganz diskret sehr viel, was nicht
dem Meldezettel steht, mich quält und plagt die Neugier immer zu. Die Ungewissheit lässt mir keine Ruhe. Ich schnüffle, ich kann's nun mal nicht lassen, doch hat's auch Ärger oft gebracht, für mich ist Wissen Macht. Sieh mal an. Herein. Ist es erlaubt, meine gnädige Herrschaft? Unser Herr wird. Nur herein. Ich komme mir jetzt vor, Ihnen einen untertänigen guten Morgen zu wünschen. Und auch Ihnen, junger Herr. Ein höflicher Mann. Wir bedanken uns und wünschen ebenfalls einen guten Morgen. Darf ich mich unterstehen zu fragen, wie Ihre Gnaden die erste Nacht unter meinem schlechten Dach geruht haben? Trotz der kleinen Störung. Für dich um Vergebung. Schon gut, Herr Wirt. Das Dach ist gar nicht so schlecht. Aber die Matratzen könnten besser sein. Was höre ich? Vielleicht, dass die gar zu große Ermüdung von der Reise. Denn sonst sollte etwas nicht vollkommen nach Ihrer Gnaden Bequemlichkeit sein, so geruhen Ihre Gnaden nur zu Befehl. Gut, gut, Herr Wirt. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Hat viele Freiheiten bei Ihnen, mein Fräulein. Euer Kammerherr. Ich komme wegen... Wegen was? Ohne Zweifel kennen Ihre Gnaden schon die weißen Verordnungen unserer Polizei. Nicht im geringsten. Wir Wirte sind angewiesen, keinen Fremden, Weststandes er auch sei, 24 Stunden zu beherbergen, ohne seinen Namen, sein Geschlecht, seine Konfession, ledig, verheiratet, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, hiesige Geschäfte, vermutliche Dauer des Aufenthalts und so weiter, amtlichen Orts genauestens schriftlich einzureichen. Sonst nichts. Unsere Polizei ist sehr exakt. Und seit dem Krieg besonders. Obwohl Preußen ihn gewonnen hat? Bei einem Kriege weiß man eigentlich nie so recht, wer ihn gewonnen hat. Nun Ihren Namen, wie dies vorher? Von Barnhelm. Von Barnhelm. Kommen woher, gnädiges Fräulein? Aus Barnhelm. Von Barnhelm aus Barnhelm. Sehr richtig. Und Barnhelm liegt wo? In Sachsen. Aus Barnhelm in Sachsen. Also. Aus Sachsen, gnädiges Fräulein. Aus Sachsen. Na und? Es ist doch wohl hierzulande keine Sünde, aus Sachsen zu sein. Gott bewahre uns, dass es hier eine wird. Das Fräulein von Barnhelm also kommt aus Sachsen, nebst einem Kammerherrn. Kammerherr? Das soll ich wohl sein. Natürlich. Haben Sie etwas dagegen? Sehr viel, Herr Wirt. Setzen Sie nur schnell anstatt Kammerherr, Kammerjungs. Ich höre, die Polizei ist sehr exakt, gnädiges Fräulein. Äußerst. Ich setze also anstatt Kammerherr, Kammerjung. Kammerjunker. Sehr gut, Herr Wirt. Kammerjunker, so ist es. Gnädiges Fräulein, verzeihen die untertänigste Frage, aber was ist der Unterschied zwischen einem Kammerherrn und einem Kammerjunker? Dasselbe wie zwischen einer Kammerfrau und einer Kammerjungfer, Herr Wirt. Ich bin nämlich wirklich noch Junker. Und das soll die exakte Polizei auch recht genau wissen. Ich könnte sonst Schwierigkeiten bekommen bei meinem Aufgebot, Franz. Der Name? Willig. Franz. Alter? Wir sind von einem Alter, 21 Jahre. Mein Kammerjunker wurde mit mir erzogen und ist äußerst gebildet und gescheit. Nun, mir gnädiges Fräulein, dero Verrichtung all hier? Meine Verrichtungen? Suchen die Rundanen etwas bei uns? Ja, so könnte man sagen. Und was bitte? Aber Herr Wirt, die Polizei wird doch nicht die Geheimnisse einer Dame zu wissen verlangen. Mein Herr Junker, unsere Polizei will alles wissen und besonders Geheimnisse. Es ist zwar kein Krieg mehr, doch auch noch kein Friede. Tja, also hören Sie, Herr Wirt. Aber dass es ja unter uns bleibt. Selbstredend. Wir kommen ja dem König ja, ja einen Offizier wegzunehmen.
Oder uns von dem Offizier wegschnappen zu lassen, das ist dasselbe. Ihre Gnaden, Fraternisierung zwischen Sachsen und Preußen. Aber Herr Wirt, warum nicht endlich? Nicht politisch werden, Ihre Gnaden, nicht politisch werden. Also beruhigen Sie sich, schreiben Sie einfach Privatangelegenheiten. Und wenn die Polizei mehr wissen will, dann mag sie sich hier bemühen. Nils Fräulein? Ja? Der Ring. Interessiert sich die Polizei auch für den? Ist der sehr kostbar? Ja, aber wir haben ihn nicht gestohlen. Ich habe auf einen ganz ähnlichen 80 Taler geliehen und war schon bang. Sehen Sie nur, er gleicht dem Ihren aufs Haar. Er ist's. Ihr Ring. Sein Ring. Mein Ring. Er ist. Franzi! Wie kommen Sie zu diesem Ring? Ich? Auf die ehrlichste Weise der Welt. Von wem haben Sie ihn? Von dem Major. Von Telheim? Ja, recht. So heißt er. Telheim? Hier? Bis gestern wohnte er in diesem Zimmer. In diesem Zimmer? Sie kennen ihn? Ob ich ihn kenne? Franzi, hast du gehört? Ob ich ihn kenne? Ob Sie ihn kennen? Wir haben ihn! Den Ring! Den Ring behalte ich! Aber warum hat er ihn versetzt? Ist er in Not? Er muss in Not sein. Was ist er ihm schuldig? Hier ist Geld. Nehmen Sie. Alles ist sein. Erst den Herrn Major, dann gibt's Geld. Geschwind, Herr Wirt, holen Sie ihn. Geschwind. Geschwind, los. Franzi, lauf dem Wirt nach. Er soll meinen Namen nicht nennen. Mach ich. Ich hab ihn wieder. Ich weiß nicht, wo ich vor Freude bin. Mein Gott, ich hab nichts anzuziehen. Ich hab ihn. Jetzt zittern die Glieder. Was sehe ich nur an, um vor ihm zu bestehen? Verhülle ich mich tief oder lasse ich was sehen? Ich hab ihn und lass ihn nie wieder. Was soll ich nur sagen? Was werde ich ihn fragen? Soll ich dies Kleid oder dieses hier tragen? Und was wäre dann, trete ich so vor ihn hin, wie ich bin? Wenn ich nur wüsste, es heute noch wüsste, wie das wohl ist, wenn er mich küsst, dann schließe ich die Augen, dann schmieg ich mich an und dann wird mir schwindlig. Und dann, was kommt dann? Wenn ich's nicht wüsste, nicht längst schon wüsste, wie schön die Liebe ist. Ich muss es erleben, es gibt kein Zurück. Für mich bist du das Glück. Kommt herein, Herr Junker. Vielleicht bringt ihr etwas aus ihm heraus. Mein Freund, ihr seid doch bei dem Major von Telheim. Ja. Wo ist dein Herr? Nicht hier. Aber ihr wisst ihn zu finden. Ja. Wollt ihr ihn nicht geschwind herholen? Nee. Ihr erweist eurem Herrn einen großen Dienst. Oder auch nicht. Herr Just,
Sie sind doch die fremde Herrschaft, die mein Major sein Zimmer weggenommen hat. Nun ja. So habe ich doch recht. Ich sagte es Ihnen ja, er ist ein Querkopf. Ihr Herr wird Sie zum Teufel jagen, wenn er erfährt, was er versäumt hat. Wenn ich mit Bösel fertig bin, will ich es ihm wohl sagen. Wenn er nichts Besseres zu tun hat, wird er wohl kommen. Er sitzt vis-à-vis im Kaffeehaus. Vis-à-vis im Kaffeehaus. Ich will ihn gleich holen. Den lieben, lieben Herrn Major. Er kommt! Gnädiges Fräulein, immer noch nicht angezogen, immer noch im Negligé. Er wird mich von nun an öfter so als angezogen sehen. Wollen Sie mir nicht wenigstens sagen? Nur herein, Herr Major. Es ist ja Ihr Zimmer. Ich? Mein gnädiges Fräulein, was suchen Sie hier? Nichts mehr. Alles, was ich suchte, habe ich gefunden. Herr Wirt, wen bringen Sie uns denn da? Das ist doch der Falsche. Aber nicht doch, das ist der Major. Ach, Majore gibt's viele. Kommen Sie, lassen wir uns den Rechten suchen. Aber nicht doch, Herr Junker. Aber ja, doch, Herr Wirt. Nun, Friedrich. Meine Minna. Soll ich verzeihen, dass ich noch deine Minna bin? Verzeih dir der Himmel, dass ich noch das Fräulein von Barnhelm bin. Warum bist du gekommen? Ich wusste nicht mehr, wie deine Nase aussieht. Minna. Doch, Liebste, im Ernst. Wir hätten uns nicht wiedersehen dürfen, Minna. Nicht wiedersehen? Nein. Nie. Liebst du eine andere? Wer eine andere nach dir lieben kann, der hat dich nie geliebt. Friedrich? Willst du mir eine Frage beantworten? Jede. Mit nichts als einem einfachen Ja oder Nein? Ich will es, wenn ich kann. Du kannst. Liebst du mich noch? Minna, diese Frage... Du hast versprochen, mit nichts als Ja oder Nein zu antworten. Und die zugesetzt, wenn ich kann. Du kannst, du musst doch wissen, was in deinem Herzen vorgeht. Liebst du mich noch? Ja oder nein? Wenn mein Herz... Ja oder nein? Nun, ja. Ja? Ja, 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 aber... Ja, ja! Ich darf es nicht mehr. Ja. Ich bin nicht mehr der Tellheim, den du kanntest. Ein Offizier, jung, gesund, voller Hoffnung. Alle Wege zu Ehre und Glück offen standen, der sich um deine Hand bewerben durfte. Diesen Tellheim gibt es nicht mehr. Du bist frei, Minna. Ich will aber nicht frei sein. Ich bin nun einmal in die Tellheims vernarrt. Und bis ich jenen wiederfinde, wird mir wohl dieser aus der Verlegenheit helfen. Komm, setz dich. Erzähl mir von ihm. Hör endlich auf zu erzählen von deinem Türken. Was willst du denn da? Da ist Krieg, Jus. Na und? Den haben wir ja auch. 7 Jahre hatten wir den. Um mir von einem Türkensäbel den Schädel spalten zu lassen, fahre ich nicht eine Meile. Aber die Türken haben doch die Säbel alle mit Perlen und Diamanten besetzt. Wenn der Kopf ab ist, ist ihm das gleich. Ein Bier. Ihr Diener. Lackaffe. Was soll ein Mann sein? Will woher seiner werden? Oh,
her, Bürschchen. Lass dich anschauen. Komm. Ja, bitte. Das ist aber Lebensart, hat er. Komm, trink inzwischen hiervon, damit er wächst. Auf Ihr ganz besonderes Wohl, mein Herr. Ja, auf Ihr ganz besonderes Wohl, mein Herr. Dann piepst er wie ein Spatz. Aber gefällt's mir, Birschchen. Sie mir auch. Ja. Sehr. Komm, setz dich mal hier hin. Wo kommst du denn her? Aus Sachsen. Mit meinem Fräulein. Wir haben einen Mann gesucht. Muss das ausgerechnet mein Major sein? Sucht heute auch einen anderen. Mir wäre ein anderer schon recht. Nein, guck mal nicht so weibisch. Ich bin ja kein Mann. Aber soll man mal einer werden, hm? Nein, nie. Was? Ich meine, nie werde ich so ein Kerl wie Sie. Bestimmt nicht. Auf dem Milchgesicht wächst doch nicht. Oh Gott behüte. Na, wirst schon noch, wenn du älter wirst. Hm? Der erste Pflaumen ist ja schon da. Was? Haben Sie einen Spiegel? Nun guck einer den eitlen Fratz an. Willst du bei den Weibern Eindruck schinden, hm? Ach, Weiber interessieren mich nicht. Die kenne ich zu gut. Dieser Grünschnabel. Ich kenne die Weiber besser, du, und ich sage dir, die sind wie süßes Gift. Je mehr man davon nascht, je mehr braucht man davon. Ihr nascht wohl viel. Ja, mich lässt. Ja. Die Weiber tauchen alle nix. Sehen Sie, Herr Just, da haben Sie ja mal recht. Alle nichts, alle nichts. Die Einzige, die etwas taugt, ist meine Schwester. Na, dann ist sie alt und hässlich. Nein, sie ist das schönste Mädchen von ganz Sachsen. Fast. Was nützt mir ihre Schönheit, wenn sie in Sachsen ist? Zahlen! Nein, sie ist ja hier. Wo? Da! Wo ist sie her? Das geht jetzt nicht. Warum nicht? Man hat sie eingesperrt. Eingesperrt? Ja. Wo? In einen Kleiderschrank. Ich tue nichts, als was mir die Ehre befiehlt. Und das ist ein anständiges Mädchen, das dich liebt, nicht sitzen zu lassen. Na, was glaubst du, wie sich mein liebes Fräulein Laclos und die anderen Barnhelmerinnen die Mäuler zerreißen würden? Die platzen doch alle vor Neid. Oh ja, das ist doch etwas zum Beneiden. Ein an seiner Ehre gekränkter Offizier. Ein Krüppel, ein Bettler. Und das alles wärst du? Ein Schuss hat dir den rechten Arm ein wenig gelähmt. Umso sicherer bin ich vor deinen Schlägen. Du willst lachen, Männer. Ich bedauere nur, dass ich nicht mitlachen kann. Was hast du denn gegen das Lachen? Kann man denn ernste Dinge nicht auch lachend sagen? Was bist du noch? Ein Bettler? Du hast einiges verloren. Gut. Der König war eine unglückliche Karte für dich. Die Dame wird dir desto günstiger sein. Du hast den dritten Mann vergessen, den dir die Ehre verlor. Ein Mann wie du kann seine Ehre nicht verlieren. Davon verstehst du nichts. Nein? Die Ehre ist nicht nur die Stimme des Gewissens, das Zeugnis weniger Rechtschaffener. Die Ehre ist der blanke Schild, den wir der Welt vor Augen halten. Und Minna von Barnhelm verdient einen unbefleckten Mann. Nicht doch. Schild. Die Ehre ist da... Ja, ich weiß. Die Ehre ist die Ehre. Für mich ist deine rein genug. Nur weil du blind bist vor lauter Zärtlichkeit. Und du bist blind vor lauter Ehre. Ich bin nicht blind. Doch. Nur ein Blinder kann so viel Zärtlichkeit widerstehen. Wer sagt dir, dass ich es kann? Wer sagt dir, dass du es sollst? Nicht mehr! Franzi, du Hilfe! Friedrich, mein Heim! Mein Fräulein, nee, es darf nicht sein! So, jetzt! Ruhe!
Sie sind... Und ich habe Sie bei der Polizei als Mann gemeldet. Barmherziger Gott. Er ist aber auch zu stolz, Franziska. Männer müssen stolz sein, gnädiges Fräulein. Aber doch nicht so. Jede Übertreibung ist lächerlich. Da, lies selbst. Auch seiner Geliebten sein Glück nicht verdanken wollen, ist unverzeihlicher Stolz. Ist kleinlich. Dickköpfig, verbohrt. Dafür muss er bestraft werden. Aber wie? Sie sind enterbt. Enterbt! Weil Sie sich mit einem Preußen eingelassen haben, sind Sie enterbt, geflohen, verbannt. Was? Von Ihrer Familie verstoßen, vom Liebsten verschmäht. Es bleibt Ihnen nur das Kloster. Bist du verrückt? Wenn Sie in der Tinte säßen, würde er Sie dann nicht heiraten? Er würde mich mit Gewalt zum Altar schleppen. Sehen Sie? Ist doch alles, was Sie wollen. Du meinst, ich soll? Natürlich. Und wenn er den Betrug durchschaut, liegt er schon an der Kette. Franziska, den Hut. Die Männer, die brauchen das, die haben das gern. Sie leben im Größenwahn, sie wären die Herren. Die Männer, die brauchen das, sind wir zart und klein. Dann leben sie im Größenwahn, die Stärkeren zu sein. In Wirklichkeit regiert die Frau mit Tralala und Ohlala. Denn wen sie will, verführt die Frau mit Tralala und Ohlala. Männer, die brauchen das Spiel mit dem Krieg. Doch haben sie sich ausgespielt, ist unser der Sieg. Mit Tralala und Ohlala, mit Tralala und Ohlala. Dann sind die Männer lieb und nett, sogar in Franziska. Du bist aber heute miserabel, Werner. Ja? Verdammt. Werde ich die 100 Dukaten wohl doch bezahlen müssen. Ich habe dir gesagt, dass ich deine Wette nicht annehme. Ach, was liegt mir schon an dem Geld, Herr Major? Du bist dran. Ich kann mir ja von den Türken Neues besorgen. Dann stimmt es also, was Just mir gesagt hat. Du bist wieder in den Krieg? Jawohl, Herr Major, zu den Türken. Das ist doch wenigstens nicht so langweilig. Sie sollten mitkommen. Soldat ist man für sein Land. Oder aus Liebe zur Sache, für die gekämpft wird. Und auch da kann man zweifeln. Aber ohne Absicht, heute für diesen, morgen für jenen in den Krieg ziehen, aus purer Lust am Krieg. Nein. Schach. Schach. Matt. Verloren. Hier ist Ihr Geld. Ihr schämt euch wohl gar nicht, solcher Manöver mit mir zu machen, was? Na, Sie zwingen einen ja dazu mit Ihrem verdammten Stolz. Herr Major, nehmen Sie es doch, dann brauchen wir keine Manöver. Du meinst es gut, Werner, aber ich darf dein Geld nicht annehmen. Sie dürfen nicht. So. Und im Krieg? Wenn uns Sonne und Feind gemeinsam einheizen und Sie zu mir gekommen sind und haben gesagt, Werner, hast du nichts zu trinken? Und ich habe Ihnen meine Flasche gegeben und Sie haben sie auch genommen? Durften Sie das? Ha? Ha? Als ob ein Schluck Wasser damals nicht mehr wert war als der Quatsch hier. So begreif doch endlich, ich kann nichts von dir annehmen, weil ich es dir nicht wiedergeben kann. Wenn Sie es könnten, bräuchten Sie ja nicht zu borgen. Wo ist denn da die Logik, Mensch? Guten Tag, Herr Major. Franziska. Stöck. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Herr Major. Verzeih, Franziska, ich habe dich noch nicht so recht begrüßen können. Das konnten Sie auch gar nicht. Sie haben mich ja noch nicht gesehen. Nur meinen kleinen Bruder.
Mein Herr. Mein Fräulein. Habt ihr meinen Brief erhalten? Ja, und hier erhalten Sie... Eine Antwort? Nein, Ihren eigenen Brief zurück. Sie will ihn nicht lesen? Doch, sie wollte wohl, aber das gnädige Fräulein lässt Ihnen sagen, Geschriebenes versteht sie nicht. Sie erwartet Sie um 3 Uhr. Franziska, das Siegel ist ja erbrochen. Wirklich? Ist es erbrochen? Ja, wer mag es denn erbrochen haben? Aber gelesen haben wir den Brief nie. Wirklich nicht. Herr Major? Mein Herr. Mein Fräulein? Wachtmeister Werner? Herr Major? Sie geleiten die junge Dame zurück zum Gasthaus. Jawohl, Herr Major. Na gut. Merkst du was? Den kriegen die Türken nicht so sehr. Frau und Zimmerchen. Ja, Herr Werner. Weiß sie was? Nein, Herr Werner. Sie gefällt mir noch besser als ihr Bruder. Ja? Ja. Avec une dame si charmante, mit einer so charmanten Dame, man ist nie unrichtig. Sie suchen sicher den Major von Tellheim, mein oui, Herr. Madame. Er wohnt nicht mehr hier. Et comment? Doch vor 24 Stunden er logiert hier. Er logiert nicht mehr hier, wo logiert er? Vous le connaissez, Madame le Major? Oh, quelle question, naturellement. Sie kennen den Major Tellheim, selbstverständlich. Charmante Leute, sie kennen ihn. Wir kennen uns auch. Aber wo ist? Ja, leider kann ich es Ihnen nicht sagen. Oh, schade. Kennen Sie ihn gut? Oh, ich sei sehr von seiner Freund. Ich hätte ihn zu sprechen sehr notwendig. Ich habe zu bringen eine Neuigkeit, welche will machen ihn sehr lustig, fröhlich. Ich hoffe, ihn bald zu sprechen. Oh. Kann ich vielleicht ins Oh, merci, vous êtes très aimable, madame. Merci beaucoup. Ich und das gnädige Fräulein, wir sind zusammen auf... Ich meine, ich und das gnädige Fräulein, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich kann alles, was das gnädige Fräulein kann. Lesen, schreiben, feinste Küche, das Spinett bedienen. Sie wird mich sehr vermissen, wenn ich einmal heirate. Das glaube ich gern. Und so, ich habe erfahren, dass die Sache von die Major Tellheim ist in Begriff zu enden gut. Ja, er muss bekommen eine königliche Anschreiben. Noch heute, vielleicht. Und wem verdanke ich diese gute Nachricht? Oh, excusez-moi, mademoiselle. Ich habe vergessen, vorzustellen. Vous voyez en moi, mademoiselle, Sie sehen in mich die Chevalier Rico de la Marlinière. Ich habe gedient seiner päpstlichen Heiligkeit, ich habe gedient der Republik von San Marino, ich habe gedient dem Fürstentum von Liechtenstein. Lauter kleine Staaten, aber ich war ein großer Kapitän. Und jetzt, zu dem ersten Mal, ich diene einer großen Stadt mit einem großen König und ich bin ein kleiner Dreck, ein abgedankter Kapitän. Ich bedauere außerordentlich, Kapitän. Oui, madame. Ich habe mir ruiniert für dieses Land. Ich, ein Franzose, für Preußen. Hallo, hier, ein Vogel. Ich habe verloren alles, Madame. Es tut mir unendlich leid, Marquis. Was kann ein ehrlicher Mann von meiner Erziehung, meiner Stand anderes haben als Ausweg, als die Glücksspiel? Oh, ich habe ihn gespielt immer sehr mit dem Glück, wenn ich nicht hatte vonnöten die Glück. Aber jetzt, wo ich habe vonnöten die Glück, er entwischt mich.
Und Sie wollen es nicht noch einmal versuchen? Madame, man muss erst haben zu leben, bevor man kann haben, wovon zu spielen. Marquis, ich selbst bin eine große Anhängerin des Glücksspiels. Natürlich, comme tous les gens d'esprit. Alle Leute vom Geist lieben die Spiel mit ihnen. Es fehlt mir jedoch an Mut, an Entschlossenheit dazu. Würden Sie das für mich setzen, lieber Marquis? Oh, Madame, que vous êtes ravissante, Madame. Ich kann aber nicht dabei sein, wenn Sie spielen. Nicht notwendig. Sie brauchen nicht dabei sein. Wir Spieler sind ehrliche Leute untereinander. Wenn wir Glück haben, werden Sie mir meinen Anteil schon bringen. Und haben wir Pech? Oh, Madame. Wofür sind mich Jungen dann? Ich sei keine Anfänger. Natürlich nicht. Je suis des bons. Ich bin von dir ausgelernt. Sie meinen? Aber Sie werden doch nicht. Was nicht? Was nicht? Falsch spielen? Betrügen? Oh, comment, comment, madame. Vous appelez ça. Die Deutschen nennen das Betrügen. Was ein deutscher Sprach für plumper Sprach. Ist nicht betrügen. Sie korrigieren la fortune. Schauen Sie selber. Ihre Schönheit ist ein Glück. Und trotzdem, Sie haben dieses Glück. Sie korrigieren mit ein bisschen Puder, ein peu de rouge, ein kleiner Flästerchen. Alors, c'est pas betrügen. Sie korrigieren la fortune de votre beauté. Glauben Sie mir, Madame, das ganze Leben lang spielen wir nur mit dem Glück. Tage und Stunden, Minuten, Sekunden, sie brauchen Glück. Sonst wird die Leben trotz all unser Streben nur missgeschickt. An Glück muss man glauben, ihm sehr viel erlauben, das liebt die Glück. Sonst läuft sie weg und lässt uns in Misere zurück. Il faut corriger la fortune, das heißt, man muss sehr viel Glück. Im Spiel, im Geschäft, in der Liebe und in der Politik. Vous comprenez, eine sehr gute Idee. Très bien fondé, Madame Posté. Il faut corriger la fortune. Une kleine Korrektur, das ein Excel dafür. Denn voller Finesse, une grande Maîtresse mit Kuss und Blick. Dann wieder schwing, wieder dumm, wie ein Kind ist die Glück. Man hat korrigiert la fortune, seitdem die Welt sich dreht. Von Adam und Eva bis heute, solange es noch geht. Damit die Welt nicht ganz so fällt, braucht Glückes Hand ein jedes Land. Drum muss man stupsen, die Schicksal, im Macken auf die Tür, da sei nix selber. Vor allem die Triebe nach Geld und nach Liebe, was seltsam klingt, ist Ursprung der Mächte, die Gute und Schlechte so nahe bringt. Ja. Man muss riskieren, sein Glück probieren, das sei schon so. Alles, was schön ist im Leben, hat Risiko. Man sagt, wer hat Glück in der Liebe, hat Pech im Spiel, so gut. Wenn ich euer Geld heute verspiele, geht euch eure Liebe gut. Was ich riskiere, was ich verliere, kommt euch als Glück in Liebe zurück. Alors, il faut corriger la fortune. Ich spiele für euer Glück. Voilà, ein sehr gut. Alors, bonne chance, madame. Wenn ich gewinne, madame, komme ich mit Geld. Wenn ich verliere, vielleicht... Ich besser komme holen, Rekruten. Bonne chance, uns beide. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja. Ja, man hat mir schon oft Anträge gemacht. Ja. Aber vorläufig will ich noch nicht heiraten. So ein Entschluss will gut überlegt sein. Finden Sie nicht auch? Ach, wissen Sie, Frauenzimmerchen, ich bin Soldat. Und wenn ich die richtige finde, werde ich auch nicht lange überlegen. Ja? Ja. Ja. Jetzt muss ich leider gehen. Das gnädige Fräulein wartet. Frauenzimmerchen. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich auch. Sie mögen warten, Herr Wachtmeister. Aber warten Sie auch bestimmt. Haben Sie auch wirklich alles genau verstanden? Ihre Gnaden klingeln dreimal. Sie sollen sehen, was passiert.
Warum sind Sie in Weiberkleidern? Ich fange mir einen Mann. Laut Formular ist sie doch selbst von männlichem Geschlecht. Ein Formular, Herr Wirt, hat eben doch nicht immer recht. Fühlt sich das an wie Männerstoppelball? Nein, liebste Jungfer. Doch mir wird schreckenskalt. Urkundenfälschung, Meinheit, Verhöhnung der Behörde, Hehlerei. Mir schwindelt. Ich sehe nur noch Polizei. Polizei? Das war nur ein Scherz, Herr Wirt, das kann so schlimm nicht sein. Madame, in Preußen scherzt man nicht, dafür lockt man uns ein. Franziska, ich beschwöre dich, sei doch ein Mann. Und mein Mann lacht sich inzwischen eine andere an. Besser er lacht, als man locht uns ein. Franziska, sei tapfer, es muss doch mal sein. Jetzt wird es mir zu dumm, jetzt reißt mir die Geduld. Ich rase wild herum, ich bin ja selber schuld. Ich spucke Gift und Galle wegen dieser Männerkluft. Wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann gehe ich in die Luft. Man sieht es mir doch an, ich bin nun mal kein Mann. Das ist doch wohl die Höhe bei meinem Dekolleté. Und das ewig Weibliche, das schreit in mir ganz laut. Wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann fahre ich aus der Haut. Die Scherben, die tut gut, die kühlen meine Wut. Jetzt kriege ich wieder Luft, mein Zorn, der ist verpufft. Ich fühle mich wieder besser und mein Mund weg, das ist leer. Ich kann nicht mehr, 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 kann nicht mehr, kann nicht mehr, kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da sagt doch dieser Müller zu seiner Majestät, Majestät, sagt ihr? Es gibt noch Richter in Berlin. Wer sagt das? Der Müller. Nein, nein, nein. Vorsicht! Herr Werner? Ach, du bist's. Ja, ich bin's. Ja, sehe ich. Warum sind Sie denn so schlecht gelaunt? Ich? Bin ich ja gar nicht. Weiber? Hm. Leider. Hat Ihnen eine den Kopf verdreht? Ja, zum Teufel. Wer war's denn? Na, da... Ah. Apropos, wie gefällt Ihnen denn meine Schwester? Machst du dich lustig über mich? Nein, wieso? Na, sie war's ja. Sie? Seid ihr in sie verliebt? Mir können Sie es doch ruhig sagen. Von Mann zu Mann. Von Mann zu Mann. Liebt ihr sie sehr? Nein, wieso? Sie haben es doch eben gesagt. Hab ich? Ach, du weißt ja, was man alles so redet. Das Schönste ist, die Weiber glauben es immer. So? Ja. Ich finde das gar nicht so komisch. Ich schon, du Deibel, ich schon. Aber hübsch ist sie ja, deine Schwester. Ja, finden Sie? Ja, ja. Bloß ein bisschen stupsnasig. Du gefällst mir besser. Du bist ja auch viel witziger. Aber mich können Sie doch nicht heiraten. Wer redet denn hier von heiraten? Komm, trink. Nimm eine Prise. Ja. Komm. Schnitz dich! Hast du den Ring? Naja, Major. Der Schuft hat ihn schon verkauft. An wen? Das sagt er nicht. Verdammt. Was haben Sie denn gegen das Heiraten? Ach, weißt du, unter uns Männern, mit dem Heiraten muss man vorsichtig sein. Was glaubst du wohl? Oft macht man Bekanntschaften, ist lauter Langeweile. Meinen sie nur für einen Augenblick, aber die Mädchen meinen es immer gleich fürs ganze Leben. Husch! Immer sich versieht, hat man so Ringelchen am Finger. Ich gebe oft gern einen Finger mit her, wenn man es nur wieder loswerden könnte. Siehst du, du beniehst es. Und ist es Ihnen auch so gegangen? Wenn ich 10 Finger an jeder Hand gehabt hätte, ich
hätte alle 20 voller Ringe gekriegt. Besonders in Sachsen. Die müssen ja schön blöd sein, die Mädchen. Besonders in Sachsen. Aber meine Schwester nicht. Grüß sie von mir. Franzi, was wäre denn das für ein Mann? Und heiraten will er nicht. Wollen die keiner, aber es erwischt sie doch alle. Franzi, komm. Zieh dich um, mach dich schön. Ich bring mich um. Raus. Raus. Dann sehe ich ja nicht. Herein? Mein gnädiges Fräulein, Sie wünschen mich zu sprechen. Ich bin zur Stelle. Aber Herr Major, ich habe Ihnen doch eine Einladung geschickt und keinen Gestellungsbefehl. Eine Tasse Tee? Danke, nein. Tee trinken bedeutet noch keine Kapitulation, Major. Wir fahren gleich aus. Ich bedauere, Minna, ich kann dich nicht begleiten. Jetzt nicht und nie mehr. Leb wohl. Zum Teufel hast du dich so fein gemacht, um mir das zu sagen? Warum hast du meinen Brief nicht gelesen? Nun gut, ich habe ihn gelesen. Und? Du hast ihn gelesen? Ja. Und fragst um? Ja. Man unterschied mir Konspiration mit dem Feind, Bestechlichkeit, Ehrlosigkeit und du fragst um? Was hat denn das mit unserer Liebe zu tun? Es gibt keine Liebe ohne Achtung und Ehre. Friedrich! Diese Anschuldigungen sind doch zu lächerlich, als dass man sie ernst nehmen könnte. Wir sind in Preußen, da nimmt man sie ernst. Das Fräulein von Barnhelm, schön, reich, geehrt, verdient einen ebenbürtigen Mann. Das bin ich nicht. Ein Mann, der sich nicht schämt, sein ganzes Glück der blinden Zärtlichkeit einer Frau zu verdanken, ist kein Mann. So was Stures. Jetzt? Ja. Minna, scheiden wir nicht im Bösen. Nicht im geringsten, Major. Wenn ich dich weniger liebte, aber ich will nicht dein Unglück. Und ich nicht das deine. Du hast vollkommen recht, Friedrich. Man muss ganz uneigennützig lieben. Es ist gut, dass ich nicht offener war. Vielleicht hätte mir dein Mitleid gewährt, was mir deine Liebe versagt. Hier, mit deinem Ring zurück. Was heißt das? Dein Unglück ist gewiss. Meines ist wahrscheinlich. Dein Unglück ist wahrscheinlich, meines ist gewiss. Und so leb wohl, Franziska! Unglück, Minna, was meinst du damit? Los, unser Auftritt. Franziska, sag du! Franziska, du schweigst! Minna, wohin? Meine Tränen von dir zu verbergen. Verräter! Ha! Haben Sie Mitleid mit einer Verlorenen? Lebt wohl. Lebt alle wohl. Minna! Bleiben Sie hier! Sie will Sie nicht sehen! Was für ein Unglück ist dir geschehen? Hände weg von des Fräuleins Sachen! Die Hände weg? Da kann ich nur lachen. Mit Riesenschulden verließ sie mein Haus. Dafür räume ich jetzt Ihre Kleider aus. Ach, lieber Herr Wirt! Nur das eine lasst sein. Wir lösen es ganz bestimmt wieder ein. Wovon denn? Ihr seid ja arm.
Ich kann nicht mitgreifen, noch erwarmen. Oh Jammer, so sind wir denn völlig nackt. Kommt nach, die Koffer sind vollgepackt. Schluss jetzt! Was für ein Unglück traf das Fräulein. Das Unglück, sie zu verlieren, nachdem sie... Nachdem sie? Aua! Nachdem sie ihnen alles aufgeopfert hat. Mir alles aufgeopfert? Weil sie unbedingt sie zum Manne haben will, einen feindlichen Ausländer. Sind wir enterbt, geächtet, verbannt und endlich entflohen. Und hier ward uns dann so schnöder Lohn. Hör auf zu dichten! Männer, bleib! So warte doch! Los! Er wird nicht drauf, ihr schnellstes Pferd! Herr Major, was gibt's? Werner, jetzt brauche ich dein Geld. Besorg mir mehr, so viel du auftreiben kannst. Jawohl, Herr Major, jede Menge. Woher ist mir egal, verleih, versetz, verpfände, willst du noch? Und wenn ich stehlen müsste, Herr Major? Die Kleider bleiben hier, ich bürge dafür. Und alles schön wieder einräumen, Herr Wirt. Herr Major! Sie braucht mich, Franzi. Ich habe ein Gefühl, als hätte ich Flügel. Mein Unglück drückt mich nieder, ihr seht mich empor. Ich kenne Sie gar nicht wieder, Herr Major. Ich bin auch nicht, Franzi. Bitte, Sie zwingen mich zu heiraten. Zwingen! Werner, hast du das Geld? Kann ich hexen, Herr Major? Major von Telheim. Major von Telheim, hören Sie! Ich habe Befehl, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Unschuld erwiesen ist, dass Seine Majestät der König Sie in vollem Umfang rehabilitiert hat. Dass Ihrer ehrenvollen Wiederbestallung nichts im Wege steht, dass die Staatskasse Anweisung hat, Ihnen Ihr Vermögen voll auszuzahlen, ferner Sie des allerhöchsten Wohlwollens zu versichern. Ich versichere Sie, dass mich das allerhöchste Wohlwollen zu spät erreicht. Dass mich das allerhöchste Wohlwollen einer ganz anderen Person jetzt weit mehr interessiert. Just, meine Herren. Ist er verrückt geworden? Nein. Endlich normal. Meine Herren. Frauenzimmerchen. Ich hätte gerne noch ein wenig mit ihr geplaudert. Ich wüsste nicht, was wir miteinander zu plaudern hätten. Ihren Rat. Langsamer, langsamer! In einer ganz persönlichen Angelegenheit. Ich mische mich nicht gerne in persönliche Angelegenheiten. So. Na dann. Adieu. Was? Was ist es denn? Tja. Ich möchte doch lieber Bauer bleiben. Und? Und nicht zum Türken gehen. Und? Dann wäre ich doch mehr zu Hause, bei meiner Frau. Was meint sie dazu? Fragen Sie doch meinen Bruder. Der ist ja viel witziger als ich. Suchen Sie was? Was denn? Ihren Bruder? Hey, Bürschchen. Komm her. Komm näher, komm. Noch näher. Noch näher. Na? Was sagst du dazu? Ja oder nein? Mit dem Heiraten muss man sehr vorsichtig sein. Thank you.
Männer, Geliebte! Mein Herr Major, das bin ich nicht mehr! Einhalten zum Teufel! Minna! Fassen Sie sich kurz, mein Herr. Was haben Sie mir noch zu sagen? In aller Kürze nur dies, mein Fräulein. Ich bitte Sie zum zweiten Mal um Ihre Hand. Bedauere, Herr Major. Sie ist vergeben. An wen? Wer ist der Kerl? Der Kerl, von dem ich diesen Ring habe. Minna. Du? Ich. Und deine Ehre? Dein Stolz? Dein König? Preußen? Ist Preußen die Welt? Geht hier allein die Sonne auf? Gibt es nur einen König? Ich kündige ihm auf und nehme Dienst bei meiner Königin. Friedrich. Mein großer Friedrich. Das ist das Ende.